Sie sollen in Apotheken, Arztpraxen oder auch in den Testzentren für jeden zugänglich sein. Einmal die Woche soll sich jeder Bundesbürger mit einem kostenlosen Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen können. Die Umsetzung läuft allerdings alles andere als reibungslos. Apotheken und Hausärzte beklagen die fehlende Organisation. Wer Schnelltests in welchem Umfang fordert und wann geliefert wird, noch völlig unklar. Indessen streiten sich Bund und Länder um die Verantwortung. Zwar gilt dieser Montag als Startdatum für die kostenlosen Tests. Davon will man beim Land kurz nach den Bund-Länder-Beschlüssen aber nichts wissen. Das Datum nächste Woche ist nicht festgelegt worden. Es steht nur die Finanzierung des Bundes. Wir werden das, ist ja eine auch kommunale Angelegenheit, zusammen mit den Kommunen ab morgen besprechen. Es gibt erste Vorbereitungen, aber ein Datum, wann es losgeht, kann man heute für Nordrhein-Westfalen noch nicht abschließend sagen. Eine andere Kritik an der Teststrategie kommt aus der Duisburger Kommunalpolitik. Wirtschaftsdezernent André Haag sieht die gerade beschlossenen Öffnungsperspektiven gefährdet. Auf Facebook schreibt er: Wenn es ab dem 8.3. den Test für alle geben soll, dann werden die Inzidenzwerte in die Höhe schießen. Und die Corona-Notbremse wird schnell alle Öffnungshoffnungen zunichte machen. Große Hoffnung bleibt weiter die Corona-Impfung, die jetzt auch Fahrt aufnehmen soll. Ab diesem Montag können sich Ärzte, Polizisten, Lehrer, Kita-Beschäftigte oder Menschen mit chronischen Erkrankungen impfen lassen. Alles in allem sind das 750.000 Menschen, denen ein zusätzliches Impfangebot gemacht wird. Doch auch hier bleibt die Frage nach der Organisation und die Problematik des knappen Impfstoffs.